Was geht ab, meine lieben Leute, meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten? Ich sehe gerade draußen, mein Wasser ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber das ist egal. Aber wir haben unsere zwei lieben Gewinner da. Einmal diesen Zammis LP und Nixon alias Kati 1435 ist da. Ja, meine lieben Freunde, auch hier aus meinem Channel eben. Hallo und herzlich willkommen zu einem LPT mit... Sei ruhig. Mit Herbert, also Gamla Play. Mit Herbert, so ein Lügner. Ja, und Und so einer, so ein Weihnachtsmann. Und ja. Und der Weihnachtsmann hallo, ich bin der Weihnachtsmann. Genau, ist die liebe Kati, alias Katrin. Katrin. Genau. Und da draußen ist so ein scheiß Creeper, deswegen dürfen wir die Türe nicht aufmachen. Deswegen kann ich euch leider nicht meine wunderschöne Aussicht zeigen, die von meinem Balkon bzw. von meiner Terrasse aus geht. Soll ich da mal raus sein? Und er kommt. Hey, wenn ihr den in die Luft jagt, dann lag ich euch in die Luft. Das könnt ihr mir glauben, auf jeden Fall. So, hey, ich würde sagen, wir machen mal ganz schnell zwei schöne Bettchen für euch. Und dann sehen wir weiter, oder? Ja, ich mag schlafen. Gut, ich auch. Der Kevin hat schon alles durchgeschaut. Weißt du, wo die Wolle ist? Haben wir Wolle da, Kevin? Ja, ich weiß, wo die Wolle ist. Okay, wir haben nur ein Stück Wolle. Leider haben wir dafür zu wenig. Oh, das ist traurig. Nee, da war nicht die Wolle, da war auch nicht die Wolle, da war auch nicht die Wolle, da war auch komm, wir gehen raus und killen ein paar Schafe oder so, oder scheren ein paar Schafe. Da hüpft eine Spinne rum, die bringt Faden um. What the fuck, meine FPS. Bitte, redest du bitte Deutsch? Meine ja. FPS, so heißt das. Das ist so sein Anmachspruch, so hat er mir gesagt, gestern beim Skypen. Gestern hatte der Kevin unter anderem auch Geburtstag, deswegen wollte ich ihm eigentlich offiziell gratulieren. Aber naja, ich glaube, er ist schon bei mir ein bisschen verschissen, weil er die ganze Zeit vorher Diamanten geklaut hat im Keller. Nein, Spaß beiseite. Ein auf Englisch heißen die Fäden übrigens String, ne? Naja, das ist natürlich sehr genau. Also, geht die gleich hin, Alter. Das juckt mich eigentlich gar nicht. Nein, okay, wo ist Fabi hin? Da ist eine Spinne vor unserer Tür, ich wollte die abschießen. Ach so, das ist natürlich traurig. Würde ich sie gleich mal. Naja, dann töten wir die einfach. Selbst ist die Frau, das lobe ich mir. Und auch weiter geht's. So. Ja, und ich muss jetzt Faustkampf machen oder was? Dass ich hier keine Waffen hab. Ja, selber schuld, ne? Ey, warte mal. Hier, Kevin, ich hab da ein Eisenschwert für dich. Boah, ich hab schon ein Eisen. Ach nee. Hat er mich gerade geschlagen, der Kleine? Ja, nein, das hab ich nicht, das stimmt nicht. Also, wenn's so weitergeht, dann gibt's am Ende auf jeden Fall ein wunderschönes, großes Battle, das kannst du mir glauben. Lass mich mal ganz kurz rübergehen. Und ein bisschen Wolle abrippen von unseren lieben Schafen, damit wir uns hast zwei schön... Hast du eine Schere dabei? Ja, klar. Ey, wehe, du tust dir die Köpfe abscheren oder so. Das wäre dann lieber... Das wäre eher dein Job, glaube ich. Ihhh, nackig! So, wie viel haben wir denn? 8? Ah ja, perfekt. Schau mal, den hässliches Gesicht dann, ey. Mein Texture Pack sieht ja sehr hässlich aus. Ich habe jetzt das Original Texture Pack mit keiner einzigsten... Willst du mich verarschen? Hast du hast doch bei Dan. So. Du hast doch bei Dan. Du musst ihn wieder abschlagen, sonst kommen die Schafe auch rüber. Was meinst du, cool. Katrin? Ja? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, du hast doch bei deinem Texture-Pack dieses schöne Wasser. Ja, das schöne Wasser hatte ich mal. Da gibt's gleich eine gute Geschichte, wenn ich mein Bettchen gebaut habe. Da ist was passiert vor 2 Tagen, was sehr traurig ist. Und deswegen habe ich es jetzt nicht mehr, komischerweise. Aber ich hätte auch keine Lust mehr, jetzt es draufzuschmeißen, beziehungsweise ich hatte es drauf, aber jetzt nicht mehr. Ist auch egal. Kommen wir gleich dazu. Scheiß Regen, Alter. Ich mach gleich, geht mir auf die Eier. 2 Bettchen für euch. Wo ist denn mein ganzes Holz? Das ist ja fies hier. Wer ist bei Wasser bei so die schön. Türen. Bei die Türe ist das Holz. Ach ja, und hier. Kevin. Wenn ich rede, dann redest du nicht. Wollte ich nur mal so klarstellen. Ja, ich habe gehört, der Kevin redet sehr, sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Ja, und viel Schwachsinn auch. Klaro. Immer. So, ich stell mal die Betten so spartanisch neben mich. Wie ein Ferienlager. So. Sollen wir ganz kurz schlafen gehen, dann sind wir gesaved und Och, ja, lass mal lieber schlafen gehen, wir sind ja eh alle noch so arm. Ja. Genau. Moment, wir müssen eher... Wie zu Hause im Ferienlager. Ja. Warte, ich komm über dich. Hallo. Hallöchen. Hallo. Komm, schläg dich hin und ist gut. Ich will auf dich drauf. Wenn ich aufstehe, dann bist du fertig, das kannst du mir glauben.
Ey, du bist so pervers. Gute Nacht. Gute Nacht. So! Gute Nacht um halb acht, haben wir vergessen, natürlich. Scheiße. Hey, der Creeper ist weg, oder? Ich geh mal raus. Ja, ich will auch raus. Oh, der ist echt weg, Alter, der ist runtergerissen. Ey! Junge! Ich hab für dich die Tür aufgehalten und du drückst auf den Knopf. Ja, tut mir leid, dankeschön, sehr nett von dir. Lass uns abhauen, der Kevin ist jetzt alleine draußen. Egal, lass ihn verrecken. Nee. Ja, das Problem war mit meinem schönen Wasser, dass ich vor zwei Tagen mit diesem lieben Kevin, der da oben jetzt noch ist und hinter mir ist, geskypt hab und der meinte so, ja, meine Welt, ich weiß, wie deine Welt nicht so hell aussieht und so. Da hat er mir so einen komischen Link geschickt und hat mir dann irgendwas gezeigt. Ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall war danach meine ganze Welt lila. Ich hab davon sogar... War das doch nicht Shader-Mod? Nee. Das lag an dir. Du hast ein Virus geschickt. Nein. Doch. Das stimmt nicht. Definitiv. Ey, wenn ihr schon so fröhlich die ganze Zeit mit Waffen rumspielt, dann lass uns einfach ein Portal machen und wir gehen runter in den Nether, oder? Fabi, nein. Ich hab Hunger. Du hast Hunger? Ich hab auch Hunger. Du hast einen Äpfel. Du hast uns eingeladen, du musst uns füttern. Ach so, stimmt ja. Ich muss mein oh, ach du Scheiße. Mein Feld ist noch gar nicht bestückt mit Getreide. Aber was ihr findet, dürft ihr essen. Ich sterbe! Dann. Ach so, ja hier, nimm mal den Apfel. Ich hab auch Hunger. Hau mal hier her. Hier ist ein Apfel. Hier ist noch ein Brot. Schmacki. Übrigens, wenn ich hungrig bin, dann werde ich ganz schön unangenehm. Ja, der Kevin, der ist so gerade in der Pubertät, deswegen, das muss man ein bisschen tolerieren. Das ändert sich auf jeden Fall mit der Zeit, oder wie war das? Lüg nicht so. Nein, also im Lügen bist du ja der Profi, oder? Ja. Also habe ich so gehört von Freunden und Bekannten von dir. Ach echt? Ja. Von wem? Ja, das darf ich nicht sagen, sonst bin ich ja ein Verräter. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand behauptet von mir. Ach so, ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich Sammys gesagt habe und nicht Sammys bei meiner... Verlosung bei meinem. Du weißt schon, was ich meine. Das werde ich niemals annehmen als Entschuldigung. Ich schenke dir Samen. Okay. Eine Samenspende ist immer gut. So, habt ihr ein bisschen Essen oder so? Ach ja. Hier, Samen für dich. Was macht er denn? Guck mal, der macht sich alles aus Diamanten, kann das sein? Nein, ja. Ich habe Eisen. Das war nur ein Diamantschwert. Boah, du bist die Härte. Also macht euch, was ihr wollt, bedient euch einfach und dann bauen wir mal so ein schönes Nether-Portal und... Achso, wir sollen machen, was wir wollen? Da ist doch noch so eine Eisenhose von dir drin, ich meine so eine Diamanten... Hier, okay. Katrin, hinter dir ist so eine Diamantenhose. Hinter dir, hier bei mir, hier, ich hallo. Entschuldigung. Mach ja, nichts. Weiß jemand, wo mein Obsidian ist? Ich suche mein Obsidian. Weiß jemand, wo Obsidian ist? Wo wollen wir das Nether-Portal denn überhaupt bauen? Sammy? Ach nee, Kevin. Ja, was ist denn? Ich bedrohe dich jetzt. Wo ist dein Obsidian? Schlag ihn nicht. Hey, dieser kleine Kevin hat, glaube ich, unser Obsidian. Kann das sein? Nein, hab ich nicht. Wir brauchen Obsidian für das... Sagt er das nur so? Nee, ich hab's wirklich nicht. Ja. Das ist echt nicht? Was mit Obsidian? Hey, wir killen dich einfach zu zweit, verstehst du? Du hast keine Chance. Ich hab kein Obsidian. Ich hab echt kein Obsidian. Du lügst doch, oder? Nein. Habt ihr was gefunden in den Kisten? Ich glaub, der verarscht uns. Ja, schau doch mal, hier ist doch Obsidian in der hässlichen Ruhe da, du Penner. Arsch. Guck doch mal da rein. Da, hier vor mir. Was ist denn hier für Kraft auf Brücke? Ey. Hör mir auf, mich zu schlagen. Ja, alles ist im grünen Bereich. Ich kann keine Geschenke mehr, ja. Das ist einfach ein schwerer Kamerad hier, dieser Kevin, aber wir kommen schon mit ihm zurecht. So, ey, die ist voll verrückt, Alter, die tötet mich noch. Lass uns mal einen coolen Platz suchen für diesen Durchgang, dieses Portal. Komm. Ich bräuchte jetzt mal Essen, Alter, hallo? Ja, dann such du mal Essen und ich mach das Portal da unten. Ich hab eine Idee, da in diesem Raum, wo du da so ein Kuckuckloch gemacht hast. Genau, dachte ich auch, oder? Vielleicht in die in der anderen Richtung. Vielleicht hier, hinter dir am besten. Ey, sag mal, hast du irgendwo Essen? Ja, auf meinem Feld, das wächst gerade. Boah, Alter, ich bin gleich tot. Ja, das Leben ist kein Ponyhof.
Das Leben ist ja wohl ein Ponyhof. Ja, bei mir leider nicht. Bei mir ist das alles ein bisschen anders. Also ich sehe das alles lockerer, weißt du? Du bist ein Märchenmann. Locker flockig, na dann. Gut. Alles im grünen Bereich. Das fühle ich mich geil. Ja, genau, perfekt, du denkst mit. Wie geil, ein Zombie. Sag mal, hat irgendjemand Pfeile? Nein. Warum? Doch, ich hab. Nee, hab ich nicht. Ich hab aber Knochen. Also, falls du einfach hungern willst, hab ich ein paar Knochen. Ach, nö, nö, ich hab genug Zombiefleisch, das reicht schon. Achso, alles klar. Ja, mal schauen, was man hier noch so findet in der Höhle. Ich lauf einfach mal da lang. Ja, genau, lauf davor. Du schaut meine LPs gar nicht an, kann das sein? Doch, ich guck jede Folge. Jede Folge. Was ist denn das hier? Achso, das ist Sackgasse. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Nichts passiert. Doch, okay, wollte ich. Wir brauchen noch ein bisschen Essen, oder? Kann das sein? Ja, ich hab 33 Zombiefleisch. Also, ich hab nur ein Spinnenauge. Ja, ich hab nix außer Wolle oder so. Waffler. Warte mal, hat irgendjemand Pfeile? Nein. Nee. What the fuck? Ich bin im Nether, das hat gerade gespawnt und laggt so auf übelst. Meine FPS ging gleich. Oh. Ach, hey, wir brauchen noch was zum Essen. Meine Playlist könnte ich umändern eigentlich. Oh, deine Playlist, hin oder her, ey. Ja, weil die Musik passt überhaupt nicht dazu. Ja, okay, ist okay. Was habt ihr mit dem Essen? Ja, ich suche auch Essen, aber ich weiß nicht. Ich habe zu wenig Tiere und mein Getreide ist nicht am Wachsen. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet. So. Wir müssen jetzt spontan handeln. Gehen wir mal schnell Höhlenmusik anmachen. Das ist jetzt peinlich, dass du dich nicht vorbereitet hast. Ja, ich weiß. Eigentlich, ich habe gerade sehr viel um den Ohren. Der Sascha und der Dima und ich, wir waren gestern bis um 2 Uhr in der Nacht draußen und haben was gedreht für so ein neues Musikvideo. Und ich wollte das eigentlich heute schon wieder verschieben mit dem Zocken, aber ich hab's euch ja versprochen, deswegen. Es wäre nicht so schlimm gewesen. Also ich hätte das auch gerne am Wochenende gemacht. Also ja, ich nicht. Der Kevin hat schon geweint wegen einer Stunde Verspätung. Ja, Mann. Ja, der ist sehr, sehr sentimental und sensibel. So, hey, ich versuche gerade ein paar Äpfel. Pigmans. Wie bitte? Da unten sind voll die vielen Pigmans. Oder wie man die nennt. Du bist jetzt alleine unten, oder? Ja, klar, warum nicht? Du bist so dreist, ne? Boah, das ist voll traurig so. Aber ich muss eh nochmal zurück, ich brauch Pfeile. Boah, du gehst alleine unten in den Nether rein, so zum ersten Mal? Nein, ich war schon öfters im Nether, hallo? Bei mir im Level, meine ich. Nein. Wie macht man Dings, wie macht man Pfeile, ey? Pfeile, ganz einfach. Okay. Ja, du brauchst Flint, du brauchst einen Stick und du brauchst Federn. Federn? Aber hab ich nicht. Wir haben nichts zum Essen, also ich habe auch nichts zum Essen. Ja, wisst ihr was? Ich hab da so einen kleinen Trick gelernt, ne? Okay. Dürfen wir den hören? Ja. Ey, wenn du jetzt cheatest, dann töte ich dich. Nein! Wieso sollte ich denn, Oh. Okay, ich hab Schrägstrich vergessen. Du Cheater! Cheater! Nein, das ist ja für euch. Also, wir müssen das ja, Ja. Das ist ja für uns, das Essen und so. Wir müssen ja, ich muss ja meinen Gästen was anbieten können. Deswegen werde ich jetzt gerade so umdisponieren. Achso, du bist jetzt unsterblich, ne? Stirb! Ach, das geht gar nicht. So 64 Brot würde reichen, ne? Wir werden auch nicht. Jojo, schick mal her, gib mal her ein Stick. Oh, wie cool, ich habe einen Hundi gefunden. Ein Hund? Hundilein? Ah, wo bist du? Nee, eine Katze, weißt du? Ja, dann, hol dir doch mal den. Hinter dir, Kevin, ist dein Brot. Wo ist denn die Katrin? Ey, warum nur 16? Ich bin gerade im Dschungel. Im Dschungel? Wieder alleine? Ihr macht immer solche Alleingänge, das ist voll langweilig. Ja, ich gehe jetzt aber wieder zurück, jetzt habe ich meinen Hund nämlich. Katrin, bist du Westen, einen Hund? Süden oder Osten? Das weiß ich doch nicht. Oder Norden? Sag mal, oh, das tut mir jetzt aber leid. Bist du wieder in der Wohnung? Nee, doch, klar. Aber ich weiß, wo ich gestorben bin. Ja, nimm mal kurz das Brot von mir. Hier, hinter dir, hinter dir. Oh, Brot? So, sag mal, dein Eisendings passt voll nicht zu deinem Outfit. Ja, ich weiß, aber ich hab nichts anderes. Meine Diamanten werden ja hier kostbar verschleudert in komische Diamantenrüstungen. Ja, das ist natürlich. Die werden sinnvoll genutzt, ja. Wir verfolgen sie uns alle. Hey! Warum schlägt er denn die ganze Zeit, dieser kleine
Gollum. Echt so. Gegeben. Stimmt überhaupt nicht. So, also am Ende gibt's auf jeden Fall einen schönen Fight, würde ich sagen. Ohne Rüstung, nur mit Waffen. Oh, oh, Kitty, ich habe eine Katze gefunden. Und mit 10 Sekunden lang verstecken und dann nochmal so wie Herobrine. Ich weiß nicht, ob ihr da Herobrine kennt hier. Nein. Ja. Ja, so machen wir das dann halt. Ja. Ich hab euch verloren, ich weiß nicht, wo ihr seid. Das tut mir aber leid. Also ich sehe den Weihnachtsmann. Ja, wo bist denn du? Ja, weiß ich nicht. Du bist voll der Stalker, kann das sein? Ja, er hat mir schon geschrieben bei Skype, dass er dich ganz interessant findet. Also das ist nett. Also, Dankeschön. Ja, kein Problem, aber das stimmt gar nicht. Nein? Doch. Okay. Wo seid ihr denn, verdammt? Ja, weiß ich nicht. In meinen Arsch. Der Weihnachtsmann geht bloß jetzt eben schnell mal sterben hier. Scheiße, oder nicht? Bringst du ihn schon wieder um? Ich will, aber der rennt immer weg. Ja, wo ist er denn? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Weihnachtsmann? Hey! Oh Mann, nix hier. Hey, scheiß mal auf dein Zeugs. Hast du? Ja, okay. Alter, ich bin im Dschungel irgendwo, Leute, Hilfe! Ja, ihr habt ihr die Rüstung? Jetzt helfe ich dir nicht mehr. Jetzt kannst du kacken gehen. Ein Schaf! Ja, geh weg. Ja, geh ruhig. Katrin, hast du deine Rüstung? No. Nein! Ey, kann ich mal mein EP hin? Oh, ich sehe das Haus. Oh, nee. Wie du mich abfeierst. Gehen wir erstmal nach hinten, da ein bisschen hier süffig im Schritt schwimmen. What the fuck? Ein Skelett? Das hat mich abgeschießt. Oh, meine FPS gehen immer voll hoch. Oh, das Skelett, Alter, das muckt sich jetzt. Warte. Leid, ich hatte gerade ein bisschen Nachschlag. Ich hab Skelett. Einfach mal von unten drauf scheißen hier, damit das auch. Hey, ich wollte doch mit euch in den Nether. Wo bleibt ihr denn die ganze Zeit? Also ich bin zu Hause. Ich bin. Aua. Ey, mein Knall keine Frau. Hey, wie viel Diamant hast du denn verloren gerade? Sei mal ehrlich. Drei, zwei, gar keinen. Sicher? Drei, zwei, egal. Du hattest doch eine Rüstung an, oder nicht? Ja, ich hatte eine Rüstung an. Aber die hat mir Dings geschenkt. Cheate mir doch einfach eine. Ich meine, ich werde immer sterben. Cheater. Ja, und lass ihn cheaten. Solange es für mich ist, ist es nicht hinterhältig. Hey, wir müssen ganz kurz eine Aufnahmeunterbrechung machen. Der liebe Sascha ist gerade vor der Tür. Ich muss ganz kurz an die Tür gehen, okay? Oh, grüß ihn mal von mir. Tu ihn hinzufügen hier. Ja, warte kurz, ich bin gleich wieder zurück. So, ich bin wieder zurück und zwar hat der liebe Sascha den Autoschlüssel gebraucht. Hast du ihn gegrüßt? Ja, natürlich. Von der Katrin und von dem... Ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt. Kannst Spaß. Kannst du bitte nochmal kurz... kannst du ihn nochmal schlagen, dass er nie antwortet? Das soll reinkommen hier. Ey, das soll ausspielen. Das nein. Besser. Der geht jetzt mit dem Auto weg. Auto... Dann passt und das ja perfekt schon zum ersten geht, Thema. Er geht Gassi mit dem Auto jetzt. In meine Asche. Ey, dann passt das doch eigentlich schon perfekt zum ersten Thema, oder nicht? Was? Nur das jetzt mit Sascha. Was denn mit Sascha? Also, lieber Gammler Play. Oder soll ich deinen Vornamen verwenden? Du kannst gerne Fabi sagen. Hey, okay, Fabi, du alte geile Sau. Also meine erste Frage lautet, wohnst du mit Außenseitern zusammen? Nee, ja. Mach ich nicht. Boah, ey. Ja, klar. Musst du doch wissen. Ja, ne? Ja, hey, Kati, mach dir mal jetzt ein bisschen Ausrüstung und so und dann gehen wir in den Nether, okay? Okay. Warum hört man die nicht bitte? Was? Warum hört man die anderen beiden nicht? Wo soll man die hören? Man weiß nicht, in dein Zimmer vielleicht oder so, oder wo auch immer du aufnimmst. Ja, ich nehme in meinem Zimmer auf. Jeder von uns hat ein eigenes Zimmer. Ich hab kein eigenes Zimmer. Also unten hab ich eine kleine Wohnung und drüber mir haben die Jungs die identische Wohnung mit einem Zimmer mehr. Und wir haben halt das gleiche Treppenhaus, deswegen wohnen wir im Prinzip im gleichen Haus. Oh, sag mal, einer soll herkommen. Oh, leg. Oh, ist das ein scheiß Spawning-Punkt. Ja, Alter, das ist richtig. Ja, geh mal bitte zurück. Warum? Das ist doch viel chilliger, da drüben runterzukommen. Auf der Seite hier? Ja. Okay, mein Bro, was machen wir zuerst hier? Ja, lass uns mal irgendwo hingehen, wo man laufen kann. Wenn wir Glück haben... Ich habe eine Spitzhacke übrigens, PS. Ja, das hättet ihr euch ja da drüben spawnen sollen. Ich habe noch einen da. Guck mal hier. Und das ist sehr nett von dir. Okay, los geht's.
Oh, ich habe keine bekommen, leider. Ja, weil dieser komische Mann alles klaut. Ja, hier ist noch eine. Ey, Leute, ich brauche hier mal einen Weg runter, okay? Ja, mach das. Ja, ihr folgt mir, ja? Mach ich. Nein, hoffe ich zu schlagen. Ja, das war nicht ich mit Absicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Oh, ich sterbe noch, Alter. Ja, lauf doch vor, komm. Ja, bist du noch. Und danach falle ich runter, oder was? Nein, nein, du wolltest noch vorgehen. Ja, klar, aber hallo. Ey, hör auf, Mann. Lach mich nicht immer. Okay, da geht's raus. Okay, hier sind die ersten Pigmans. Nicht, dass wir jetzt angegriffen werden, also auch was. Oh, schau mal, die haben Rüstung an. Ja, das Geile ist... Ist der hässlich. Soll ich mal so einen angreifen? Oh, tut mir leid. So, greif ich